In der heutigen Podcast-Folge werden wir über 10 Tipps und Tricks bzw. Wege sprechen, um motiviert zu bleiben. Und vielleicht kennt ihr den Spruch ja, man braucht keine Motivation, um erfolgreich zu sein. Das stimmt natürlich in gewissermaßen auch, aber ich glaube, jeder kennt das, gerade jeder Selbstständige oder Unternehmer kennt das, wenn man mal einfach das Handtuch werfen möchte, weil man keine Lust mehr hat, wenn man einfach sagt, ach komm, scheiß auf alles. Und genau in diesen Momenten oder bevor es überhaupt dazu kommt, brauchst du diese Motivation. Und wie du das schaffst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Willkommen bei Social Success, dem Podcast für Mindset, Social Media Insights und aus dem mal mehr, mal weniger verrückten, aber definitiv aufregenden Leben eines, nennen wir es mal, Influencers. Nach 5 Jahren Instagram habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, mit dir meine Erfahrungen und Expertise zu teilen und dir zu zeigen, wie du digital sichtbar wirst, deine Community und Reichweite auf Instagram aufbaust und dabei natürlich den Spaß des Lebens nicht vergisst. Mein Name ist Luis, Moderatorin, Blogger, Influencer, kreativer Kopf, aber auch Fempreneur und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von deinem neuen Lieblingspodcast. Habt ihr übrigens gemerkt, wie sich mal wieder mein Intro geändert hat? Das ändert sich gefühlt von Mal zu Mal. Also so ist es natürlich nicht, so fühlt es sich nur an. Aber das ist vielleicht eine ganz gute Einleitung, denn ich mache das natürlich, um mich ständig zu optimieren, um den Podcast zu verbessern, damit ihr auch mehr Spaß daran habt und so weiter und so fort. Und da wir beim Thema Motivation sind, dachte ich, spreche ich das kurz an. So, irgendwie hat die Überleitung jetzt doch nicht so geklappt, wie ich mir im Kopf das gedacht habe, aber ist nicht schlimm, wir fangen einfach mal an, denn wie gesagt, ich habe 10 Tipps für euch mitgebracht mit direkten Umsetzungsaufgaben, damit ihr sozusagen motiviert an euer Ziel geht. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr die Welt verändern müsst, es kann auch nur, können nur kleine Ziele sein, aber es geht darum, überhaupt erstmal in die Umsetzung zu kommen. Und super viele sagen, ja okay, Motivation brauchst du nicht, du kannst nicht dein Leben lang motiviert sein, das geht sowieso irgendwann weg, das stimmt alles, aber du musst natürlich trotzdem Spaß haben an dem, was du tust und musst immer wieder daran erinnert werden, warum du das Ganze tust und genau dafür ist die Motivation da. Gerade dann, wenn du einen Tiefpunkt hast, einen Tiefschlag, einen Rückschlag etc., dann holt dich die Motivation da wieder raus. Deswegen lasst uns mal direkt anfangen. Und zwar ist Tipp oder Weg Nummer 1, wirklich eine Vision zu haben, eine eigene Vision. Und da unterscheidet man zwischen zwei Typen, und zwar ja, zwischen zwei Typen, und zwar zwischen der eigenen Vision, also deine Vision von deinem zukünftigen Leben. Also wo siehst du dich, wenn du zum Beispiel 50 Jahre alt bist? Siehst du dich irgendwo auf dem Land mit einer Familie, mit 2 Kindern und einem Hund? Oder siehst du dich irgendwo in L.A. in einem Penthouse mit einem Mann und ohne Kinder? Jetzt einfach nur mal als Beispiel. Du musst wirklich, also du musst nicht, aber du solltest eine Vision haben, denn dann weißt du, worauf du die ganze Zeit hinarbeitest. Und dein To-Do, jetzt mal direkt am Anfang der Podcast-Folge, ist es, dir jetzt wirklich mal vorzustellen, wo willst du in 10 Jahren sein? Wenn du die Zeit hast, dann nimm dir gerne Zettel und Stift oder nimm dir auch gerne dein Handy und schreibe in die Notizen. Aber wirklich erledige dieses To-Do und träume jetzt einfach mal vor dich hin, 5 bis 10 Minuten, wie und wo du dir dein Leben in 10 Jahren vorstellst. Also wo befindest du dich? In welchem Land zum Beispiel? Was machst du dort Schönes? Was machst du beruflich? Wo lebst du? Was sind deine Hobbys? Und stell dir wirklich die Frage, was möchtest du wirklich? Wo willst du sein in 10 Jahren? Und da an der Stelle kann ich dir auch sagen, also ich persönlich mache das so, dass ich immer mal wieder, nicht jeden Tag, aber immer wieder mal das Ganze visualisiere und mir einen Tagesablauf, den ich da habe, durchgehe und mir vorstelle, also das ist jetzt nicht in 10 Jahren, sondern wenn ich 27 bin, sage ich immer. Genau, ich stehe zum Beispiel um 9 auf, mache dies, das, jenes und dann gehe ich dann und dann ins Bett. So stelle ich mir das wirklich, meinen Tagesablauf vor und kann so meine Vision ein bisschen zum Leben erwecken. Und vielleicht auch noch ein Tipp, du kannst dir auch ein Moodboard erstellen, also einfach am PC reicht eigentlich oder am Laptop und dann erstellst du mal ein paar Bilder, ein paar Zitate, kannst da mal Häuser, also Bilder von Häusern reintun oder von Wohnungen, einfach um deine Träume zu visualisieren, denn damit werden sie auch direkt greifbarer und du kannst sie gleichzeitig auch manifestieren. Und dann kommen wir zum zweiten Tipp, das ist immer noch der erste Tipp, aber der zweite Typ dieser Vision. Und zwar die Unternehmensvision. Also, was ist das Ziel von dir als Personal Brand oder von dem Unternehmen, das du bereits führst oder mal führen möchtest? Bei mir ist es zum Beispiel so, meine Vision ist es, dass ich anderen Menschen und vor allem Frauen dass ich diese motivieren und inspirieren möchte, dass ich denen zeigen möchte, dass man wirklich alles erreichen kann, dass alles möglich ist, wenn man nur an sich glaubt und natürlich fest daran arbeitet, also hart daran arbeitet. Das ist nicht Zuckerschlecken, das ist mir schon klar. Aber wirklich diese Motivation mitzugeben, dass es möglich ist und natürlich auch bei der Umsetzung zu helfen durch Instagram, ne? Also mein Ziel, habe ich auch immer gesagt, oder mein Ziel durch Social Success ist es einfach, mehr Leben und Authentizität in die ganze Social Media Welt zu bringen, ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen in das Marketing und Frauen wie dir zu zeigen, wie sie sich ihr eigenes Business auf Instagram und sich einen einzigartigen, ja, Instagram-Auftritt aufbauen können.
Und ich persönlich bin sowieso großer Fan von Girls Support Girls, kennt ihr bestimmt den Hashtag. Und ich liebe es so sehr, wenn Frauen sich gegenseitig unterstützen. Ich finde das so, so, so cool. Und deshalb überleg dir jetzt mal, jetzt kommt dein zweites To-Do, was genau ist eigentlich dein Ziel? Warum möchtest du erfolgreich sein? Jeder definiert Erfolg auch für sich selbst. Was ist für dich Erfolg? Und egal, ob du jetzt bereits ein Unternehmen führst oder Unternehmerin bist, selbstständig bist oder auch angestellt bist, schreib dir jetzt auf, was dein Ziel ist, was du anderen Menschen beibringen kannst und auch möchtest und überlege dir wirklich, wo liegt deine Unternehmensvision. Und nachdem wir jetzt von der persönlichen und der Unternehmensvision was dazugelernt haben, kommen wir dann zum nächsten Punkt. Und zwar ist das, diese Vision in Ziele zu unterteilen. Denn dadurch werden auch diese Visionen wieder greifbarer, weil Vision klingt so weit weg. Es klingt wie, ja, ich möchte die Welt verändern und möchte, dass jeder Mensch nett miteinander ist. Ja, ganz ehrlich, das hätte ich auch gern, aber ob das so möglich ist, ist natürlich immer noch mal eine andere Frage. Und damit diese Vision, die in deinem Kopf gerade, was du gerade aufgeschrieben hast, weil das so groß ist, unterteilen wir das jetzt in Ziele. Und zwar kannst du das unterteilen, zum Beispiel in 5 Jahre, also in 7 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre, also oder in 1 Jahr, beziehungsweise und in 1 Jahr. Ich würde dir empfehlen, in 5 Jahre und in 1 Jahr, beziehungsweise in 3 Jahre und in 1 Jahr zu unterteilen, denn das sind Zeitspannen, die sind realistisch, da kannst du dich drin sehen und das ist nicht zu weit weg, weil in 10 Jahren, mein Gott, wer weiß, da bist du vielleicht schon 2-fache Mutter, wer weiß. Oder du, vielleicht bist du 4-fache, weil du schon 2 Kinder hast. Kann man ja nie wissen. Und deshalb lieber so kleinere Zeitspannen nehmen, also zum Beispiel 1 Jahr und 3 Jahre, weil es halt einfach greifbarer ist. Und nimm dir dabei, wenn du dir für ein Jahr Ziele setzt, nimm dir doch wirklich konkrete Daten und auch Ziele vor, am besten Deadlines. Denn dann kannst du wirklich darauf hinarbeiten. Plus, du kannst von hinten nach vorne rechnen. Ich habe das letztes Jahr an Silvester so gemacht oder kurz vor Neujahr, dass ich mir genau aufgeschrieben habe, was ich 2020 wann erreichen möchte. Habe das Ganze erstmal in Monate geteilt, dann nochmal in Quartale etc. Ist dann alles anders gekommen, als ich dachte. Dann kam Corona. Also da war ich jetzt kein großes Vorbild, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht schlimm. Das kann man mir nicht übel nehmen. Ich glaube, keiner hat mit sowas gerechnet. Aber normalerweise kannst du halt wirklich von hinten nach vorne rechnen. Zum Beispiel, du sagst, du möchtest nächstes Jahr den Umsatz von 100.000 Euro knacken. Dann rechnest du das Ganze durch 12 und weißt genau, was du im Monat verdienen musst, um dieses Ziel zu erreichen. Du kannst es gleich auch mit persönlichen Zielen machen. Zum Beispiel, du möchtest in einem Jahr in einer neuen Wohnung sein. Dann musst du das nur runterrechnen, okay, bis wann, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wohnung geht natürlich auch. Du brauchst bis dahin und dahin zum Beispiel, musst du gucken, dass du eine neue Wohnung findest, dass du bei Immobilien-Scout zum Beispiel guckst oder keine Ahnung was, dass du dich bewirbst etc. Dies, das, Ananas. Aber ich habe ein besseres Beispiel. Und zwar Bachelorarbeit schreiben. Denn das hatte ich auch. Ich wusste auch schon ein Jahr vorher, dass ich die schreiben muss. Ich hatte nur gar keine Lust drauf. Und dann habe ich halt auch, als es soweit war, mir einen Plan gemacht, einen konkreten Plan von hinten nach vorne gerechnet, wie viele Seiten ich pro Tag schreiben muss, um an der Deadline, also meiner Deadline, fertig zu sein. Und das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Mach das wirklich. Schreib dir deine Etappenziele jetzt mal auf. Also du weißt jetzt, was du in einem Jahr erreichen möchtest. Jetzt brich das mal runter in Etappenziele, was du dafür schaffen musst und setze dir dafür Deadlines. Und schreib dir mal wirklich einen Plan auf, denn dieser Plan allein wird dir schon so viel Klarheit geben, weil du deinen Gedanken mal, du schreibst deine Gedanken mal auf und hast nicht mehr dieses Gedankenwirrwarr. Und das wird dir wiederum Motivation geben, weil du mal schwarz auf weiß siehst, was du erreichen möchtest, erreichen kannst, weil du hast dir ja ein konkretes, realistisches Ziel für ein Jahr gesetzt. Und dann kommst du auch direkt ins Handeln, weil du hast eine Deadline, du musst das erledigen. So, das ist wirklich diese Tipps, die klingen auch gerade so einfach gesagt, aber komm ins Handeln und es ist so krass, es wird dir so helfen. Und glaub mir, diese Motivationstipps sind nicht wichtig, damit du jetzt sagst, oh ja, ich will jetzt sofort loslegen und keine Ahnung was. So, ich bin jetzt nicht dein Cheerleader, um jetzt sofort loszulegen, sondern diese Folge ist dafür da, damit du weißt, was du tun kannst, wenn du mal wieder einen Rückschlag erhältst. Und das ist so normal, das ist so üblich. Ich meine, ich habe ein gutes Beispiel, weil ich sage immer, das Leben ist wie eine Achterbahn. Und nicht, weil es halt immer auf und ab geht, sondern es muss bergab gehen, weil sonst würde das Hochfahren ja nicht mehr so Spaß machen. Obwohl, ja, eigentlich macht ja das Runterfahren Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen mach dir einen Plan. Und allein dieser Plan wird dir schon so viel Klarheit und auch Motivation geben, weil du siehst, was möglich ist. Und damit können wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar sind das Vorbilder, Idole. Idole finde ich ein bisschen, tatsächlich habe ich sogar in der Uni gelernt, glaube ich. Es gibt einen Unterschied zwischen Vorbilder und Idole. Ne? Idol ist halt wirklich
dass du etwas genauso machen möchtest, 1:1. Und Vorbild ist halt, dass du dir ein Vorbild nimmst, also ein Bild, wie du gerne sein möchtest. So. Und du kannst dir zum Beispiel online oder auch in Real-Life Mentoren suchen, die dich in einer gewissen Sache unterrichten. Das heißt, das ist das, was wirklich ganz viele Leute nicht verstehen. Leute, ich habe so viel Geld in Wissen investiert, weil ich mir sozusagen das Wissen von Mentoren erkauft habe, die schon da sind, wo ich hin möchte. Das heißt, ich kaufe mir deren Wissen, wofür ich sonst selber keine Ahnung, wie viele Jahre gebraucht hätte, aber komme dadurch viel schneller ans Ziel und dann habe ich das Geld ja auch wieder drin, ne, wenn man alles richtig macht natürlich. Und es ist so wichtig, dass man sich davon nicht irgendwie unterkriegen lässt, weil Geld zu wenig ist. Dann musst du dir denken, okay, nicht, ja, wieso kann ich mir das nicht leisten, sondern wie kann ich mir das leisten? Such dir da wirklich Mentoren und Vorbilder, die dir helfen. Du kannst euch auch Podcasts hören, so wie diesen hier. Du kannst die aktiv, deine Vorbilder aktiv auf Instagram verfolgen oder deren Newsletter lesen. Ich habe jetzt inzwischen auch einen Newsletter und ich finde Newsletter echt geil. Also du solltest dich jetzt nicht für jeden Shopping-Newsletter anmelden, aber wenn da Newsletter sind, die wie meiner zum Beispiel wirklich Content bringen, dann mein Gott, mega gut. Lies Bücher von deinen Vorbildern, lies, keine Ahnung, du kannst ja auch solche, wenn du nicht gerne liest, wie heißt das denn hier, Hörspiele hören, ne? Hörbücher, dankeschön. Und dann kannst du auch überlegen, wenn du zum Beispiel immer wieder in einer brenzligen Situation bist, in der brenzligen Situation, dann überlegst du dir, okay, wie würde jetzt dein Vorbild handeln? Wie würde das jetzt reagieren? Nicht im Sinne von, dass du 1:1 das machst, was die machen würden, aber das hilft dir und es hat mir schon sehr oft dabei geholfen zu überlegen, okay, ich weiß gerade nicht weiter, aber was würde denn XY jetzt tun? Und damit wirst du auch viel weiter vorankommen, weil du hörst auf, subjektiv zu denken, wie du gerade denkst und panisch zu reagieren, sondern du fängst an, objektiv zu handeln, weil du halt mal aus deiner eigenen Perspektive raustrittst, ja? Und damit kommen wir auch schon zu Punkt und Tipp bzw. Weg Nummer 4. Und zwar ist das genug schlafen, Sport nicht vergessen und eine gesunde Ernährung. Worauf will ich hinaus? Wirklich eine gesunde Lebensbalance zu halten. Man sagt ja auch Work-Life-Balance, aber ich mag das Wort nicht, weil warum heißt es denn Work-Life-Balance und nicht Life-Work? Wisst ihr, was ich meine? Beziehungsweise warum muss es denn eine Balance geben, dass die Arbeit wichtiger ist? Also ich glaube, das war gerade nicht so verständlich, wie ich sagen wollte, aber weil ich das auch nicht gerade darauf eingehen wollte, lasse ich das jetzt mal weg. Wichtig ist halt einfach eine gesunde Work-Life-Balance zu haben, sprich schlaft genug. Viele sagen immer, oh nee, ich muss 5:30 Uhr aufstehen und ich muss bis 2 Uhr morgens durchhasseln. Quatsch mit Soße, ganz ehrlich, Schlaf ist so, so, so wichtig, weil das bringt dir alles nichts, wenn du in 5 Jahren durchhängst, glaub mir. Und Sport nicht vergessen, du musst nicht jeden Tag Sport machen. Ey, ich sag's euch, ich habe eigentlich während Corona jeden Tag Sport gemacht, also fast jeden Tag, 5-6 Mal die Woche. Und momentan aufgrund von Social Success, auch in dem Podcast und dem Adventskalender und so weiter und so fort, ich komme gar nicht dazu. Aber versucht wirklich 2-3 Mal in der Woche Sport zu machen. Es muss ja auch nicht ein 45-Minuten-Workout sein, aber ja. Versucht zum Beispiel auch auf eure 10.000 Schritte zu kommen am Tag, ne? Und gesunde Ernährung, sprich weniger Fastfood, kein industriellen Zucker und so weiter und so fort. Das Ganze raubt euch nämlich Lebensenergie und ihr werdet viel motivierter sein, wenn ihr einfach einen gesunden Lebensstandard habt. Dann fühlt ihr euch auch viel wohler in eurem Körper. Und damit kommen wir zu Weg Nummer 7. Und zwar möchte ich da gleich mal eine Überleitung spannen. Und zwar ist das nochmal, wie gesagt, Sport machen. Aber warum Sport machen? Gerade ging es um die gesunde Work-Life-Balance, also als Ausgleich. Aber Sport direkt hilft extrem, um sich Disziplin aufzubauen. Und ich glaube, jeder von euch, der schon mal Sport gemacht hat oder der gerade aktiv Sport macht, weiß, wovon ich spreche. Diese Disziplin, die du beim Sport an den Tag legst, das ist so eine eiserne, harte Disziplin, dass du etwas erreichen möchtest, dass du voll motiviert bist. Du guckst in den Spiegel und denkst dir, ja, wieder Ergebnisse. Du hörst eine Musik, die dich motiviert, schneller zu joggen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen Sport machen und diese Motivation, die du da mitnimmst, diese Disziplin, auch auf deine Ziele und deine Vision übertragen. Dieses Feeling, das du nach dem oder während dem Sport hast, wirklich übertragen. Und jetzt für die Sportmuffel unter euch, probiert es einfach mal aus. Das Gefühl nach dem Sport ist so, 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 so toll, wirklich. So, damit kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ist das ein Vision Board. Ich glaube, viele von euch kennen schon ein Vision Board. Ich meine, es ist jetzt nicht schwer auf Deutsch zu übersetzen, ein Board mit euren Visionen. Sprich,
ihr könnt euch zum Beispiel so ein riesen Whiteboard nehmen oder ihr druckt das Ganze aus und habt da zum Beispiel Bilder drauf von dem Haus, in dem ihr wohnen wollt. Wir hatten gerade Moodboard. Moodboard ist so ein bisschen kleiner, Visionboard ist wirklich groß, ne? Also du hast da ein Visionboard, deine Vision. Was ist deine Vision? Das kann jetzt, wie gesagt, wieder persönlich und unternehmerisch sein. Sagen wir mal persönlich, dein Haus, dein Hund. Du hast da glückliche Kinder drauf. Oder du lebst am Strand. Und so weiter und so fort. Oder beziehungsweise und, unternehmerisch, du hast dein eigenes Büro. Du hast deinen wunderschönen Schreibtisch. Du hast, keine Ahnung, so und so viele Angestellte. Du arbeitest in den und dem Unternehmen. Und so weiter und so fort. Vision Board machen, Ziele direkt vor Augen führen, direkt vor Augen haben. Irgendwo hinhängen, wo, ja, zum Beispiel im Wohnzimmer oder auch in die Küche. Da, wo du es halt wirklich immer vor Augen hast und wirklich daran erinnert wirst, warum du das tust, was du tust. Ist doch logisch, dass du dann motiviert wirst. Weil du hast ja keine Lust, das nicht zu erreichen, wenn du das siehst. Ne? So, und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar negatives Umfeld bzw. negative Energien von dir wegschieben bzw. vermeiden. Klar, man kann nicht gar nicht auf Negatives hören, obwohl doch das geht. Ich glaube, ich höre wirklich auf nichts Negatives. Ich denke gerade nach. Aber meine Tipps, um zum Beispiel negative Energien zu vermeiden, ist zum einen natürlich, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, die gar nicht erst dir negative Energien mitbringen. Dann Lieblingsmusik hören. Das muss jetzt nicht wie bei mir gute Laune Musik sein oder Schlager oder 80s oder ABBA, keine Ahnung was. Hör deine persönliche Lieblingsmusik, weil diese Musik wird dich ja positiv stimmen. Dann sei mit den richtigen Freunden unterwegs oder sag mal mit Freunden unterwegs und denk auch mal nicht ans Arbeiten oder ans Business. Da wirst du sozusagen gute Laune bekommen und vermeidest auch wieder diese negativen Energien. Du kannst auch einfach mal nichts tun und einfach mal Serien schauen, einfach mal den Kopf abschalten, das wird dir auch sehr weiterhelfen. Und natürlich lösungsorientiert denken. Wenn du ein Problem denkst, dann natürlich, dann ziehst du die Energien ja, die negativen Energien ja förmlich nur an. Denke in Lösungen. Genau. Und jetzt kommen wir schon zum vorvorletzten Weg bzw. Tipp. Und zwar ist das, jeden Morgen aufzuschreiben, was man am Tag erreichen möchte. Und vielleicht habt ihr schon meine Podcast-Folge gehört. Ich glaube, das war die vorvorvorletzte. Und zwar hieß die, wie du in 5 Minuten am Tag deine Ziele erreichst. Und da ging es um Journal führen. Hört euch die unbedingt mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Da reden wir auch über die Umsetzung etc. Aber dieses Journal kann dir wirklich, oder wenn du wirklich jeden Morgen aufschreibst, das muss doch nicht so ein Journal sein, was du am Tag erreichen möchtest, dann hast du wirklich klar vor Augen, was du zu tun hast. Wenn es dir hilft, dann kannst du ja auch To-Dos aufschreiben und diese abhaken, aus dem einfachen Grund, weil es sich gut anfühlt. Du kannst ja auch, wir hatten ja gerade über diese Etappenziele gesprochen, schreib dir deine Etappenziele auf und diese Etappenziele kannst du nochmal in einzelne Schritte unterteilen und die Schritte dann immer abhaken. So kommst du ja wirklich von Mal zu Mal deinem Ziel näher und das motiviert dich natürlich auch zu sehen, dass du näher kommst, indem du das Ganze abhackst. Also schreib dir jeden Morgen auf, was du am Tag erreichen möchtest oder was du zu tun hast. Das kannst du von mir aus auch abends machen. Wie gesagt, hör dir gerne mal die andere Podcast-Folge an, da gehen wir auch darauf ein. Und wir gehen jetzt zum vorletzten Punkt über und zwar ist das, ich weiß gar nicht, ich habe ja noch 2 Punkte. Welche von denen finde ich schöner? Ich finde beide richtig gut. Okay, ich fange mit dem einen an. Und zwar, dass du dich belohnst, wenn du ein bestimmtes Ziel erreicht hast. Denn ich weiß nicht, das kann von mir aus Schokolade sein oder ein Wellness-Tag oder dass du dir mal einen Tag Serien gönnst, keine Ahnung was. Such dir eine Belohnung, auf die es sich lohnt, hinzuarbeiten. Und dann wirst du so motiviert sein, deine Dinge, deine To-Dos, deine Schritte zu erledigen, weil du unbedingt diese Belohnung haben möchtest. Und du musst dir natürlich selber das Ziel setzen, das zu erreichen und es dann diese Belohnung zu bekommen, sonst schummelst du ja selbst, aber damit belügst du dich nur selbst. Damit tust du dir selbst keinen Gefallen. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Punkt und das ist einer meiner Lieblingspunkte. Das habe ich mal in einem Online-Vortrag gehört und das hat mich so krass inspiriert, Leute. Und jetzt lacht nicht, es ist wirklich, wirklich nice. Und zwar während der Arbeit, während du für das arbeitest, was du mal erreichen möchtest, für deine Vision, für dein Ziel, gehst du in einen Superhero-Modus. Wirklich, klingt doof. Du kannst dich sogar wie ein Superhero anziehen. Keine Ahnung, wenn du Catwoman sein möchtest, zieh dich als Catwoman an. Wenn dein Lieblingsheld Spider-Man ist, zieh dir Spider-Man-Kostüm an. Ist total egal, du kannst dir auch einfach nur ein eigenes Kostüm aufbauen. Nimm dir am besten Klamotten, die du jedes Mal dann anziehst, indem du dich richtig selbstbewusst fühlst und wie ein Held, indem du in diesem Work-Mode kommst. Und wenn du diese Klamotten anziehst und dich hinsetzt, dann machst du deine Aufgaben und dann kommst du deinem Ziel näher.
Und dieses Outfit in dieser Kombination am besten ziehst du doch nur dann an, wenn du in diesem Work-Modus sein musst. Das ist so ein krasser Tipp. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber stellt euch das mal bitte vor. Jetzt dein To-Do an dieser Stelle auch mal. Ich habe gerade vergessen, noch die To-Dos die ganze Zeit aufzuführen, aber ist ja auch nicht schlimm. Überleg dir mal, welcher Superheld du gerne wärst oder wie du als Superheld vorankommen könntest. Weißt du, was ich meine? Manche Superhelden sind natürlich auch super schnell in bestimmten Dingen. Oh Gott, wie oft ich jetzt das Wort super gesagt habe. Also ich glaube, jeder weiß, was ein Superheld ist, was einen Superhelden ausmacht. Sei dein eigener Superheld. Und wenn du in diesem Superhelden-Modus bist, in diesem Superhero-Modus, dann wirst du motiviert vorankommen, denn du bist ein Superheld, du musst die Welt retten. Es geht gar nicht anders. So, und damit sind wir schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich fand die richtig, richtig cool und richtig motivierend auch selber. Ich habe gerade selber gemerkt, wie ich... wie meine Laune immer mehr gestiegen ist. Wir haben es gerade übrigens 1.41 Uhr, aber ich bin tatsächlich nachts motiviert, meine Dinge zu erledigen, meine Aufgaben, weil mein Handy nicht die ganze Zeit bimmelt und radingelt. Ne? Also, ich hoffe, ihr konntet etwas aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Ich habe jetzt nur bei den ersten zwei Wegen diese To-Dos genannt gehabt, ist aber auch gar nicht schlimm. Nimm dir trotzdem diese einzelnen Punkte zu Herzen und form dir deine To-Dos daraus selbst, zum Beispiel bei Mentoren, sage ich jetzt mal, schreib dir wirklich als To-Do auf, okay, wen kannst du als Vorbild nehmen, als Mentoren? Du kannst auch gerne sagen, okay, welche Podcasts sind das? Welche Bücher möchtest du mal lesen? Welche wurden dir empfohlen? Und so weiter und so fort. Du kannst dir auch sehr gerne mich aufschreiben. Nein, Spaß. Dann nochmal als Vision Board kannst du dir als To-Do setzen, dass du dir ein Vision Board machst. Bei Energien, okay, da brauchst du jetzt kein To-Do, vermeide einfach negative Energien, mach's einfach, jetzt, direkt tun. Dein nächstes To-Do ist dann, dass du wirklich Sport in deinen Alltag einführst, also jetzt nicht jeden Tag, aber 2-3 Mal die Woche vielleicht, können ja auch am Anfang nur 5 Minuten sein. Und als nächstes To-Do, was ich dir wirklich empfehlen würde, ist wirklich jeden Abend bzw. morgen aufzuschreiben, was du am Tag erreichen möchtest und das Ganze dann abhakst, weil dann siehst du wirklich schwarz auf weiß, wie du vorankommst und das würde dich so heftig motivieren. So, ich hoffe jetzt, dass du, wie gesagt, sehr viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Ich freue mich extrem auf dein Feedback. Schreib mir sehr gerne bei Instagram, wie du die Podcast-Folge fandest. Wenn du über iTunes hörst, dann darfst du mir sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Wenn du auch Vorschläge, Ideen, Wünsche, Anregungen hast, schreib mir auch sehr gerne. Ich antworte auf jede Nachricht und freue mich immer, wenn Leute meinen Podcast hören. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Liebe. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Mittag, wann auch immer du das gerade hörst. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin!